Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Yo, heute sind wir wieder am Start einer Rennlinie und wir spielen natürlich weiter im 150 Hubraum. Ist ja klar. Mit wem spielen wir denn heute? Große Auswahl. Aber ich hatte ja im letzten Part schon gesagt, ich hätte mal Bock Yoshi zu zocken, weil ich bin ein großer Fan von Yoshi. Daher zocken wir ihn. Gibt verschiedene Farben. Grün ist natürlich Standard, aber ich mag den blauen. Sehr, den Game mag ich auch sehr. Orange ist toll, blau ist toll, rot ist toll. Eigentlich ist hier alles toll. Außer vielleicht pink. Aber ich nehme den Retro-Yoshi, den grünen. Und wir haben auch ein neues Kartteil freigeschaltet. Räder, die Holzräder. Mal sehen, vielleicht können wir die in diesem Part fahren. Außerdem habe ich Bock auf ein Bike. Nehmen wir hier diesen Fashion-Scooter, Holzräder und diesen Fallschirm. So sieht's hier aus. Wunderbar. Let's go. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Bike fahren lässt, weil ich bin ja ein großer Bikefahrer. Ja, im letzten Part haben wir leider nicht die 3 Sterne geholt, wie im Cup davor auch nicht. Ja, war eine dumme Angelegenheit. Ja, wer es nicht gesehen hat, schaut es auf jeden Fall rein. Wir spielen jetzt den Stern-Cup mit komplett neuen Mario Kart 8 Strecken. Let's go! Mal sehen, ob wir diesen Cup endlich mal reißen werden. Stern-Cup, ja, wir kommen immer schon näher an den finalen Cups. Na gut, eigentlich nicht. Es gibt ja dann noch die 4 DLC-Cups, die hier natürlich kostenlos verfügbar sind. Aber wir kommen näher am Spezial-Cup und am Blitz-Cup. Jetzt haben wir schon den Stern-Cup. Im nächsten Part kommt der Blatt-Cup. Ja, da wird es jetzt nicht einfacher. Los, Yoshi. Ah, ist ein außendriftendes Bike. Schade, ich hab gehofft, dass es ein scharf driftendes Bike ist. Aber leider nicht. Da muss ich mich auch erstmal gleich zurechtfinden. Sonnenflughafen. Eine wunderschöne Strecke. Fazit kriegt er ja auch immer. Wisst ihr ja, wie mir die Strecken gefallen. So, und vorne ist... Wer ist denn das? Ist das... Baby Daisy ist das. Baby Daisy, auch ein sehr, sehr unnötiger Charakter hier in Mario Kart 8 Deluxe. In Mario Kart 8 für die Wii U war ja dieser Charakter, glaube ich, auch schon da. Oh, shit. Ja, sehr, sehr unnötig aus dem Fall im Grund. Es gibt kein einziges Spiel mit diesem Charakter. Daher frage ich mich, warum man Baby Daisy eingefügt hat, beziehungsweise auch Baby Rosalina. Genauso unnötig. Aber ich mag auch nicht die Charaktere wie Rosa Gold Peach oder Rosa Gold Mario, wie der heißt. Katzen Mario, Katzen Peach. Sind ja eigentlich dieselben Charaktere. Hätte man dann nicht irgendwas anderes Geiles nehmen können, wie Diddy Kong, Funky Kong, oder was weiß ich. Ein Goomba vielleicht mal. Eigentlich auch ganz geil, Mann, ein Goomba. Weil wir haben ja schon seit Ewigkeiten Cooper. Warum soll es nicht Goomba als Fahrer geben? Gab es nicht Goomba mal in Mario Kart 7? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube eher weniger. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Es hat mir das Gefühl, als wäre er da gewesen. Schon lange her, seitdem ich Mario Kart 7 gespielt habe. Sollte ich mal wieder anzacken. Hätte ich auch voll Bock drauf. Mein 3D ist, der steht hier auf dem PC drauf. Zwar nicht mit Mario Kart 7 drin, sondern Pokémon Mond, was ich auch ewig nicht mehr gezockt habe. Gut. Oh, bitte, bitte. Und ich fahre direkt da vorbei. Na, klasse. Aber, der Flughafen hier, eine richtig wunderschöne Strecke. Gefällt mir äußerst sehr. Ja, kriegt auf jeden Fall von mir eine klare 1, weil das so eine schöne Strecke ist, so eine coole Idee. Man fliegt im Flughafen rein mit ganz vielen Flugzeugen. Einfach nur geil. Ich mag sie. Und nein, nein. Wenn ich jetzt überholt werde. Ah, oh, nochmal Glück gehabt. Wollte eigentlich einen Stunt ausführen und dann durch die Kisten da durch. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Aber wir haben den ersten Platz geholt. Ja, auf jeden Fall von mir eine klare 1. Stern-Cup ist sowieso ist immer ein Cup mit sehr geilen Strecken. Oder zumindest mit meinen Lieblingsstrecken. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall kommt jetzt hier Delfin Lagune. Let's go! Ich mag Delfine. Delfine mag ich sehr. Daher hoffe ich mal, dass diese Strecke mir hier zusagt. Aber das werden wir ja in der letzten Runde dann sehen. Ich kenne natürlich alle Strecken, also so ist es ja nicht. Ich habe ja Mario Kart 8 auf der Wii U und Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch hier gesuchtet. Bis zum geht nicht mehr. Nur vor diesem Let's Play ist es auch noch ein bisschen enger her, seitdem ich Mario Kart 8 gezockt habe. Nein! Der trifft mich mit seinem grünen Panzer und ich ihn nicht. Bitter. Sehr, sehr bitter. Tschüss. Nein, der hat eine Bombe. Der hat eine Bombe. Nein, 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 nein! Sechster Platz. Scheiße, ey. Und ich bin hier mit einer Banane. Ich geh mal ein bisschen Boost hier. Ein roter Panzer. Roter Panzer auf dem Platz 6. Platz 6. Ja, tolles Deutsch, ich habe. Tolles Deutsch. Komm hier, die Münze. Ach Mann, wir haben hier geklaut von Baby Daisy. Tschüss. Weg hier. So, zweiter Platz. Erster Platz. Am rechtmäßigen Platz bin ich jetzt hier. Münzen einsammeln. Ich brauche Münzen für ordentliche Geschwindigkeit, weil die Münzen machen hier mehr Geschwindigkeit. Je mehr Münzen man hat, desto schneller ist man. So. Und ab. Ein Panzer. Nice. Ich noch ordentlich was abwehren, wenn ich hier nicht irgendwo gegenfahren würde. Und schon wäre ich überholt. Vorletzte Strecke. Oh, vorletzte Runde, meinte ich. Fällt mir ja weniger. Wer ist denn das? Ach, Inkling-Mädchen. Komm hier. Und. Bam! Geil. Das war ein nicer Shot. Gut, weiter geht's. Letzte Runde. Und ich muss sagen, die Strecke gefällt mir auch sehr. Ich mag auch solche Landschaften hier. Und das sieht einfach auch wieder nur krass geil aus. Hier dieser Aal, dass man hier drauf fahren kann. Einfach nur geil. Dann geht man hier raus aus dem Wasser. Diese Strecke kriegt von mir auch eine klare 1. Hier, dieser Wasserfall. Nice. Und das ist auch der erste Cup mit 2 Einsen. Das heißt, es wird bisher der beste Cup werden anscheinend. Es seien die letzten 2 Strecken verhauen's. Kann ja sein. Aber selbst wenn jetzt hier zweimal eine 2 kommt. Ja, selbst dann. Ist es immer noch der beste Cup bisher. Von der Bewertung her natürlich. Weil dann ist es 1,5. Und ja. Wie sieht die nächste Strecke aus? Discodrom. Ah, Discodrom. Discodrom. Ja, diese Strecke sehe ich ein bisschen kritisch an. Aber fahren wir sie erstmal. Ist halt eine Disco hier. Sehr viel Farm. Wenn man hier unten drauf fährt, färbt es sich nicht, weil das ist an anderen Stellen so. Okay, hier ist es so. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Aber sonst ist diese Strecke hier ein bisschen unspektakulär. Kein Hindernis oder so. Außer der rote Panzer. Ah, die, das Doppel-Item weg. Komm. Oh, was Geiles, aber ich krieg nur eine Münze. Nur eine blöde Münze. Ich hätte eine Banane bekommen. Ha, nehmen. Jetzt habe ich das Doppel-Item. Und ein bisschen Boost. Und tschüss. Ah, hat eine Panzer hinten dran gehabt. Aber ich hatte Glück. Hatte 2 rote Panzer. Somit konnte ich jetzt den ersten Platz hier sichern. Sehr schön. Oh nein, ein roter Panzer. Und ich habe nichts zum Abwehren gehabt. Hab immer noch nichts und krieg noch einen Steilpanzer reingedrückt. Ja, das war mein Ziel, dass Inkling-Mädchen auch noch mit reingedrückt wird. Sie hatte so eine Hupe. Och nee, jetzt werde ich von allem getroffen. Das sind typische Mario Kart-Momente. Typische Mario Kart-Momente. Okay, fährt links, ich fahre rechts. Wegen Doppel-Item. War klar, dass sie ein Doppel-Item nimmt. Nein, jetzt fahre ich hier so runter.
Tschüss, DK. Ich brauche jetzt hier mal weniger. Und los. Hast du einen Item hinten dran? Nein, sehr schön. Aber ich habe jetzt auch nichts im Abwehren. Oh, ich dachte schon. Gut, letzte Runde. Wie gesagt, diese Strecke ist relativ unspektakulär. Zwar grafisch gut, aber ja, keine Hindernisse. Kein bisschen. Außer die scheiß Stachypanzer, die hier ankommen. Mann. Jetzt mich die grüne Panzer jetzt noch getroffen, ey. Wow. Kommt doch weiter. Sehr schön. Ja, aber relativ unspektakulär. Leider kriegt sie von mir dementsprechend eine Bewertung. Und da es auch nicht grafisch der Knüller ist, würde ich sogar hier eine 4 geben. Die Strecke, nee, die sagt mir gar nicht so. So habe ich jetzt hier gewonnen. Aber, nee. Warum was? Ich versuche nur Argumente zu finden, ihr eine 3 zu geben, aber ich finde keine. Außer der dritte Stachypanzer. Ist leider eine 4. Müssen wir so hinnehmen. Ich hoffe mal, die dritte, die vierte Strecke und letzte Strecke reißt hier noch uns aus dem Riegel hier. Oder aus dem Rahmen, wie auch immer. Wario-Abfahrt. Und ja, es wird sie. Das wird sie. Ich wusste, Sternencups sind meine Lieblingscups. Und das beweist auch diese Strecke. Und zwar das Besondere an dieser Strecke ist, es ist eine Abschnittstrecke. Hier gibt es keine Runden, sondern es ist, man fährt jedes Teilstück nur einmal. Daher ist es umso wichtiger, hier vorne zu bleiben, auf dem ersten Platz natürlich. Es sind nur Abschnitte und ganz unten angekommen ist dann das Ziel, wo man dann hinfährt. Und ich mag diese Strecke äußerst sehr. Daher gebe ich auch jetzt gleich das Fazit ab. Es gibt, diese Strecke hat hier Variationen. Man startet ganz oben, geht in eine Höhle rein, die einfach nur geil aussieht. Dann werden wir noch eine Waldpassage erleben. Dann noch eine Skipiste. Also, diese Strecke hat hier sehr, 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 sehr viel Innovation. Und hier so eine Aussichtsplattform oder was es sein soll, oder was, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Hier so hat Wasserfall, auch was Geiles hier. Da kriegt von mir diese Strecke hier eine klare 1. Und jetzt geht's in den Wald rein. Alles schön, schön verschneit, so wie es sein soll. Upsala. Oh, da habe ich jetzt gerade so noch rechtzeitig reagiert mit meinen Bananen. Ja, dass ich jetzt hier angespritzt wurde, das gefällt mir ja weniger. Dann komme ich hier beim Bäumen nicht ganz so vorbei, aber passt ja alles. Upsala. Wir wurden überholt. Tschüss. Baby Daisy. Und jetzt geht's hier zur Skipiste. Und das ist hier die finale Strecke. Das darf ich hier nicht verkacken. Ich habe alle 10 Münzen, okay. Kommt hier noch ein Schutzalten. 3 Bananen. Nice. Dann geht's hier nochmal runter. Und das letzte finale Stück. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Geht's hier runter. Springen wir auch einmal ab. Klare 1 diese Strecke. Und dadurch ist der Sternencup auch bisher von der Bewertung her die der beste Cup. Mal sehen, ob ein Cup das nochmal übertreffen kann. Durchaus möglich, weil wir hatten eine 4er Strecke dabei. Auch die schlechteste Strecke bisher. Was ist denn das jetzt als Bewertung? Moment. 7, 7 durch 4. 1,75. Okay. Von der Bewertung her teilt sich dieser Cup mit anderen Cups dem ersten Platz. Interessant. Sehr interessant. Okay. Gut zu wissen. Dann heißt es für andere Cups losfahren. Oder besser gesagt Gas geben. Dass sie den ersten Platz sich erobern. Bei den DLC Cups. Da sehe ich aber gute Hoffnungen. Aber bis die dann kommen, dauert es noch 3 Parts. Nächstes Part werden wir erstmal den Blattkampf machen. Dann
Blitzcup und dann glaube ich Spezialcup oder irgendwie so rum. Andersrum. Hier haben wir überall den ersten Platz geholt. Was natürlich ganz schön geil ist. Haben wir endlich mal die drei Sterne wieder erlangt. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Bis dahin und tschüss.